Nachdem die ersten Fertigbauteile in Position waren, wurden die Zwischendecke im Erdgeschoss und Obergeschoss vorbereitet und ausgegossen. Nachdem das Material ausgehärtet war, konnten die letzten Reihen der Außenwände in Position gebracht und die 22 Meter langen Deckenunterstütze eingebaut werden. Alle Fertigbetonteile waren somit montiert und die Gebäudehülle innerhalb von 14 Tagen fertiggestellt. Im Anschluss wurden Fundamente für die Küche und den zukünftigen geplanten Laden ausgehoben und zeitgleich das große Dach gedeckt. Ein echter Knochenjob bei über 40 Grad. Der Rohbau war somit abgeschlossen und die ersten Außentüren und Fenster konnten gesetzt werden. Im nächsten Bauabschnitt wurden die Bodenisolierungen im gesamten Erdgeschoss ausgelegt. Im Obergeschoss wurden die Sozialräume mit Paneele abgestellt und sämtliche Trockenbauwände vorinstalliert. Durch die Raumtrennung wurde uns die Dimension immer bewusster. Parallel sind die Ladenwände gesetzt und eingeschaltet worden, währenddessen in der Produktion der Bodenbeton in Gefälle gelegt wurde. Als der Beton ausgehärtet war, wurden auch im Erdgeschoss Paneele aufgestellt. Dank der umfangreichen Hilfe der Familie Schäfer aus Gezell konnten viele Paletten Baumaterial mit dem Manitou in das erste Stockwerk gehoben werden. Unter anderem auch zwei Behälter für bis zu 10.000 Liter Wärmerückgewinnung, der Kühlmaschinen sowie die Türen und vieles mehr. Unsere neue Produktion nahm mehr und mehr Gestalt an. Jetzt wurden auch Kühlhaustüren, Bodenabläufe sowie alle übrigen Fenster eingebaut. Unzählige Meter an Kältemittelleitung, Heiß-, Warm- und Kältewasser sowie Hochdruckleitung im ganzen Haus gezogen. Und der Hausanschluss am Stromnetz wurde gesetzt.